Grüß dich, Tom Oberbichler von b-wonderful.com, Buchmentor. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, wenn ich jetzt ein Buch im Self-Publishing veröffentlicht habe, und zwar meine ich da jetzt die gedruckte Ausgabe, die du zum Beispiel im Print-on-Demand-Verfahren über Amazon, entweder über CreateSpace oder Kindle Direct Publishing veröffentlicht hast. Was mache ich, wenn Buchhandlungen von mir das Buch haben wollen? Das ist so ein Aspekt, ne, der kommt. Ich habe den selber bei meinen Büchern und bei Büchern, die ich betreue, schon öfter erlebt. Du machst ein Buch im Self-Publishing, tust das Taschenbuch nur über Amazon verkaufen, weil im CreateSpace so ein attraktives Angebot in dem Zusammenhang hat. Und dann kriegen Leute davon mit, dass du dieses Buch gemacht hast, gehen in die Buchhandlung ihrer Wahl vor Ort, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt und sagen, ich hätte gern das Buch, ich hätte gern die Mission Bestseller vom Tom Oberbichler zum Beispiel, mein Buchmarketingbuch. Der Weg ist, wenn der Buchhandler, der schaut dann in seinen Katalog nach. Manchmal, es gibt dieses Verzeichnis der lieferbaren Bücher, wo die ganzen Bücher drin sind, die eine eigene deutsche oder österreichische ISBN-Nummer haben. Und versuchen es dann zu bestellen. Das gelingt Ihnen in dem Fall nicht, weil es der Buchhandel ist so organisiert, dass es einen sehr großen Zwischenhandel gibt, die Barsortimente des sogenannten Umbreit, KNV, wie sie auch immer heißen, Libri. Und bei denen bestellt der Buchhandel und der kauft dann bei den Verlagen bzw. den Autoren, wenn du dort gelistet bist. Wenn du auf Amazon dein Buch vertreibst im CreateSpace, bist du da nicht drinnen. Die Leute finden dich aber trotzdem, wenn sie dich finden wollen, indem sie das gleiche machen wie du auch vermutlich, wenn du was suchst, sie gehen auf Google. Ja. Und jetzt wollen die, manche von denen, wollen das Buch nicht direkt über Amazon kaufen, sondern schreiben dich halt an und du kriegst eine E-Mail, wo eine Buchhandlung XY, also manchmal ist es auch eine Filiale von Thalia oder so, mit dir schreibt und sagt, ja, eine Kundin von mir möchte gern dieses Buch von Ihnen, können Sie das liefern? Ne? Und was sind die Bedingungen? Und es ist so eine Entscheidung, die du treffen darfst. Also gibt es so ein paar Kennzahlen, die ich gerne mit dir teile. Also der Buchhandel erwartet einen Rabatt von mindestens 30%. Du musst die Versandkosten bedenken. Wenn du jetzt, ich bin ja ein österreichisches Unternehmen, ich sitze in Wien, wenn ich nach Deutschland ein Buch verschicke, zahle ich in der Regel ungefähr 3,50 €. Ja. Also das ist ein sehr hoher Preis. In Deutschland, wenn du selber bist, ist es leichter, weil ihr habt diese Büchersendungen, da kannst du den Versand sehr günstig machen. Das heißt, die Variante 1, wie du damit umgehen kannst, ist, du bestellst dir selber Bücher, hast sie daheim, wenn du eine Anfrage kriegst, machst du eine Rechnung für die Damen und Herren in der Buchhandlung, räumst denen 30% Rabatt ein, schlagst deine Lieferkosten auf den Preis rein. Natürlich, der Preis, wo du den Rabatt machen musst, das ist der Nettopreis. Also das ist der Preis ohne Mehrwertsteuer, wenn du es an eine Buchhandlung verschickst. Wenn du die Mehrwertsteuer hast, musst du es ausweisen. Aber du kannst es nicht sozusagen brutto für netto verwenden. Das kannst du machen. Ich habe das persönlich, ich finde den Aufwand halt recht hoch, weil für ein einzelnes Buch, ich muss eine Rechnung schreiben, ich muss das Buch verpacken. Ich muss es aufgeben gehen, ich muss meinen Zahlungseingang kontrollieren. Die Buchhandlungen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, da kann ich nicht erwarten, dass die Rechnung innerhalb von einer Woche bezahlt ist. Sie brauchen manchmal 2, 3 Monate. Ja. Du hast dann diesen Posten mit 7,20 € in deiner Buchhaltung, darfst ein Auge drauf haben. Ich sage mittlerweile, wenn ich es über CreateSpace mache, kann ich ja das Buch nicht nur über Amazon verkaufen, sondern auch über CreateSpace direkt. Das wird dann, da hast du eine eigene Verkaufsseite, die wird automatisch für dich erstellt, sobald du das Buch dort anlegst. Und für diese Verkaufsseite kannst du Rabattcodes vergeben. Und zwar entweder in fixen Dollarbeträgen oder in Prozent. Und mein Angebot an Buchhandlungen, die ein Buch von mir haben wollen, das ich über CreateSpace gedruckt habe, ist: Hier ist der Link zu CreateSpace, du kriegst von mir 50% Rabatt, du kaufst dir das dort, das wird in den USA gedruckt, hingeschickt, das ist dann deren Geschichte. Ich habe damit eine E-Mail, die ich zurückschreibe. Das ist halt, weißt du, am Anfang, ganz ehrlich, die ersten Anfragen, die kamen, da war ich einfach stolz und habe mich gefreut. Yeah, ich bin gefragt und so. Und dann, ich mache das zwar zum Teil zum Spaß, aber es ist halt Teil von meinem Business und
Wenn du sagst, wenn du so, ich habe es eine Zeit lang auch für meine PR natürlich genossen. Es ist nett, auch das zu berichten, dann in den sozialen Medien, hey, die Buchhandlungen rufen bei mir an und so. Nur, das ist halt nicht mein Leben. Ich hab ein anderes Business, eine andere Art, Geschäfte zu machen und zu leben und zu arbeiten. Das darf leicht sein, deswegen bin ich ja in diesem digitalen Bereich unterwegs. Ich will nicht für einen Verkauf, der mir in der Summe eine Einnahme von zwischen 5 und maximal 10 Euro bringt, ja, in etwa eine Stunde meiner Zeit oder der Zeit von Leuten, die ich dafür wiederum bezahle, dass sie das für mich machen, einzuinvestieren. Ist nicht meine Welt. Die Alternative, die du auch noch hast, und das ist jetzt sozusagen der dritte Weg, ist, du machst das Buch nicht über CreateSpace, sondern du nutzt die Angebote von BOD zum Beispiel oder von ePubli. Die bieten dann, oder genau, oder von Fire.com, die machen das jetzt auch schon, weil diese drei, was die anbieten, ist, die bieten dir so die Produktion von den Büchern an und eine Anbindung an die Barsortimenter über die. Das heißt jetzt nicht, dass dein Buch automatisch in jeder Buchhandlung vorliegend wäre. Das heißt nur, dass wenn die Marie Y in Essen in ihre Buchhandlung geht und sagt, ich hätte gern das Buch Perspektivenwechsel mit System von der Katharina Bösch, dann schaut er dort in seinen Computer rein und findet das dort in seinem gewohnten Bestellsystem und du hast mit dem Ablauf nichts zu tun. Diese Barsortimenter machen das auch nicht zum Spaß. Die nehmen auch noch mal was weg von dem, was da überbleibt. Ja. Das ist sozusagen, da kommen wir jetzt dann wiederum am Schluss, am Anfang an. Egal, was du machst, der Buchhandel will was dafür haben, dass er ein Buch verkauft. Wenn du es direkt machst, will die Post oder die DHL oder wer auch immer das macht, du hast einfach weitere Instanzen in deinem Wertschöpfungsprozess drinnen und das ist die Entscheidung, die du treffen darfst. Also ich denke mal, als Hobby und als Freude am Anfang die ersten zwei, drei Bestellungen einfach zum Erfolg genießen, auszufüllen, das finde ich sinnvoll und sonst entscheide dich langfristig dafür, entweder gleich einen anderen Produktionsweg zu gehen, weil du weißt, zum Beispiel, du hast eine Klientel, eine Zielgruppe, die kauft nicht gerne auf Amazon, sondern die will lieber das über andere Online-Bookshops oder auch vor Ort machen. Oder du gehst überhaupt noch den Weg und machst, wenn du weißt, dass das wirklich, dass du eine hohe Auflage absetzen wirst, wenn du weißt, du wirst also mindestens 500 oder 1000 Stück von diesem Buch in kurzer Zeit verkaufen, dann darfst du sowieso noch einmal zurückgehen an den Anfang und überlegen, ob Print on Demand wirklich das Mittel deiner Wahl ist, weil du dann möglicherweise mit deiner Druckerei und deinem Versandanbieter noch günstiger wegkommst. Also, kurze Zusammenfassung. Das Buch, wenn ein Self-Publishing-Buch gedruckter Form von einer Buchhandlung bestellt wird, kannst du A, das Buch, das du selber gekauft hast, manuell verschicken und verkaufen. Dann mindestens 30% Rabatt einräumen. Du kannst, wenn du es über CreateSpace gemacht hast, die Direktseite, Verkaufsseite von CreateSpace weitergeben und dafür einen Rabattcode vergeben. Dem würde ich in dem Fall ein bisschen höher ansetzen, weil die Transportkosten dann zu Lasten von der Buchhandlung gehen. Dritter Weg ist, du machst das gedruckte Buch nicht mit CreateSpace, sondern mit BOD, ePubli oder Fire und kommst so, hast du so die Bestellbarkeit über den Buchhandel, bist von diesen Geschäften gar nicht persönlich betroffen, kriegst nur deine Abrechnung. Und im Hinterkopf immer noch haben, wenn das überhand nimmt, ne, und wir da wirklich von hunderten Büchern sprechen und es geht, dann überleg mal, ob nicht vielleicht der Schritt zu einer Auflagendruck auch für dich ein Thema sein kann. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du viele Bestellungen kriegst und vor allem viele Verkäufe für deine Bücher, dass es gut läuft. Wenn du Lust hast, mehr Videos rund ums Buch schreiben, vor allem mit einem Fokus auf Ratgeber, Sachbücher und das im Self-Publishing veröffentlicht, dann abonniere den Kanal. Ich werde es eh nochmal am Schluss eingeblendet, das kleine Porträt von mir draufklicken und du bist dabei. Ich wünsche dir viel Spaß, frohes Schreiben und be wonderful, dein Tom.